Hey Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Battle von Neighborville. Und heute sind wir wieder im Singleplayer unterwegs und wir spielen heute mal mit der normalen Erbsenkanone. Okay, da ist wieder ein Fußsoldat. Den holen wir mal schön weg. Okay, der ist tot. Und mit der Erbsenkanone habe ich eigentlich auch noch gar nicht so oft gespielt. Also ich glaube, in der ersten Folge habe ich mit ihr gespielt. Und dann halt mal in der Multiplayer-Runde und das war es eigentlich auch schon. Und eigentlich macht es auch ziemlich viel Spaß, mit ihr zu spielen. Aber okay, wir schauen mal auf die Karte. Und ja, hier ist Flug Ronnie. Da bekommen wir jetzt keine neue Mission, weil ich glaube, das ist gerade die Mission hier für den coolen Zweck für den Rasenmäher. Also ich glaube, oh nee, ist eigentlich von... Das ist doch die Mission von Major Kamel, oder? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall bekommen wir da jetzt keine neue Mission. Hier Kriegstruhe. Da waren wir letztes Mal schon, da gibt es so Herausforderungen. Also da haben wir in der letzten Folge mal eine Herausforderung gemacht. Bei Mark waren wir auch schon, also da habe ich dann halt die letzte Folge beendet. Also ich hatte halt leider dann mitten in der Mission halt die Folge beendet. Und hier würde ich sagen, gehen wir mal hin, weil da waren wir noch gar nicht. Und ich glaube, da gibt es auch eine neue Mission, also... Ja, da gibt es auf jeden Fall eine neue Mission, weil es ja so ein Rufzeichen. So, den töten wir auch noch. Boah, das ist ein Allstar. Boah, shit. Ich glaube, es könnte ein Problem werden, oder? Boah, shit, ich gehe lieber mal weiter. Okay, warte, hier geht's weiter. Wir müssen ja in die Richtung. So, jetzt können wir nachladen. Und hier ist halt wirklich alles voll mit Zombies. Okay, warte. Ah, okay, da sieht man schon das X. Oh, shit, nein. Okay, aber ich glaube, wir sind gleich da. So, hier ist er. Henry Halde. Okay, reden wir mal mit ihm. Ja, das überspringen wir mal wieder. Kampf der Zentrifizierung. Okay, Auftrag starten. Und dafür bekommen wir 10.000 Münzen und 25 Tacos. Ah, okay. Also hier geht's halt wirklich mit der Story weiter, weil wir brauchen ja den coolen Ziegenbart und hier bekommen wir ihn dann als Belohnung. Okay. Wir skippen das mal durch. Verteidige Uno Zacco. Okay. Okay, dort müssen wir nach hinten. Und wir haben gerade den Checkpoint erreicht. Also da geht es dann halt, wie gesagt, wirklich mit der Story weiter. Weil die anderen zwei Missionen, also diese Herausforderung und diese Mission bei Mark da, das sind halt dann wirklich nur so Nebenmissionen. Also die muss man halt wirklich nicht unbedingt machen. Aber okay, gehen wir mal weiter. Und wir sind schon da. Oh, das ist wieder der All-Star. So, MG-Erbse. So, den haben wir. Oh, hinter mir, was? Oh, shit, ich bin gleich tot. Nein! Hä, wo ist einer hinter mir? Hä? Ich habe da niemanden gesehen. Da muss irgendwo einer sein. Hä, da ist doch niemand. Komisch. Ah, okay, töten wir die hier noch. So. Der ist auch tot. Ist noch der hier. Den haben wir auch. Und das sollten jetzt eigentlich alle gewesen sein. Erledige Zombie-Wächter. So. Hä? Ach so. Müssen wir jetzt rein? Das ist der Sensei.
Okay. Oh, wieder so ein Boss. So, erstmal die Bohne werfen. Komm schon, explodier. Ja, ich glaube, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Wo ist er jetzt? Ah, hier, okay. Oh, shit. Erstmal drauffetzen mit der MG-Erbse. Oh, jetzt ist er dort hinten. Komm schon. Ja, wenn er meditiert, kann er nicht verwundet werden. Ah, okay. Er schickt seine Klone los. Pflanzt schnell ein paar Töpfe. Ah, okay. Also rennen wir mal schnell hier hin. So, Pflanze ziehen. MG-Erbse. Okay, ich glaube, wir sollten uns lieber beeilen. Warte. Okay, dann gehen wir mal lieber hier hoch. So, hier kommt noch eine Pflanze hin. Ja, auch eine Erbsenkanone. Hier kommt was. Ja, so eine Sonnenblume kommt hier hin. Und ich würde sagen, hier geben wir noch, ja, für den Nahkampf, ich weiß nicht. Angsthasenpilz. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, geh aufs Dach. Welches Dach? Hier hoch oder was? Aber ich schätze mal dorthin. Ach so, ja. Markiere dein Revier auf dem Dach. So. Das haben wir erledigt. Und jetzt? Oh nein. Okay, das ist schon ein Klon. Den haben wir. Da hinten ist auch einer. Aber wir halten gar nicht so viel aus. Also es geht eigentlich. So, lieber mal nachladen. Na, ah, jetzt kann ich ihm ja keinen Schaden zufügen. Oh, das sind welche. MG-Erbse. So. Der ist auch tot. Und die haben wir auch beide. Also da haben wir auf jeden Fall ein paar weggeholt. Oh, da kommen schon die nächsten. Den haben wir. Da ist auch einer. So, warte, wir stellen hier noch was auf. Das ist das Gute, unsere Pflanzen helfen uns ja auch. Oh, was ein Allstar, scheiße. Oh, das ist jetzt nicht so geil. Oh, die dürfen doch da nicht rein, oder? Oh, shit, nein. Okay, den haben wir auch zum Glück. Wir stellen es mal lieber hier hin, bei der Tür. So, wir sammeln die Tacos auch noch rein. Boah, da kommen ja noch mehr. Oh, noch ein All-Star. Eine G-Erbse. Den holen wir, würde ich sagen, so weg. So. Den haben wir. Noch mehr Klone oder was? Und wir haben, glaube ich, ein Level Up oder so. Ich habe es gerade nicht so gut aufgepasst. Ah, hier ist noch einer. So. Okay, das waren alle. Oh, da kommen wieder welche. Okay, jetzt müssen wir ihn, glaube ich, töten. Wo ist er jetzt? Ah, dort. So. Alter. Ein Super Brains. Komm schon, töte ihn. Den haben wir. Wir haben bald die Hälfte.
Oh shit, nein. Boah, ich verpiss mich hier mal lieber. Ich habe noch 46 AP. Jetzt habe ich noch 39. Da hinten ist er. Wir treffen ihn immer so ein bisschen. Aber es geht eigentlich. Er hält halt nur sehr viel aus. Oh, wo ist er jetzt? Oh nein, der Super Brains. Oh shit. Was macht er jetzt? Oh nein. Bohne. Ja, okay, jetzt hat er so ein bisschen Schaden abbekommen. Oh, wir. Ah, was? Nein, er meditiert immer. Also, er meditiert wieder. Ich habe gedacht, wir haben ihn. Boah, das ist nicht gut. Oh, jetzt müssen wir wieder was hinstellen. So. Hier würde ich sagen, was für den Nahkampf. Dann stellen wir hier was für den Fernkampf hin. Eine MG-Erbse. Und da oben kommt auch noch mal eine MG-Erbse hin. Oder warte, ich glaube, ich kann jetzt nicht sofort wieder eine MG-Erbse hinpflanzen, oder? Ja, jetzt muss ich ja, über 2 Minuten warten. Na egal, dann kommt hier eine normale Erbsenkanone hin. Und hier unten, ja, Unterstützung, also wieder so eine Sonnenblume, würde ich sagen. Okay, dann gehen wir wieder hier hin. Kickende Klone, was? Okay, wir gehen wieder hier hin. Darf ja keiner reinkommen. Ah, okay, da kommen sie schon. Alter, nein. Also ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall schon schwieriger. Den haben wir auch. So. Da kommen auch gar nicht so wenige. Ja, da kommen wieder 2, dann noch ein dritter. Oh ne, der kommt hierher. Oh, der eine ist reingekommen. Von dort kommt niemand. Oh, jetzt ist da einer. Was? Ein Gargantor? Oh, shit. Hinter mir oder was? Ne, da sitzt niemand. Ja, MG-Erbse. Oh, nein. Alter, was hat der jetzt weggeschossen? Der eine ist wieder reingekommen. Oh, die dürfen nicht reinkommen. Nein. Oh, shit. Ich verkacke gerade richtig. Oh, bitte, die dürfen da jetzt nicht reinkommen. Nein. Oh. Ist gerade gar nicht so einfach. Der ist wieder einer reingekommen. Alter, ich muss mich auch auf den konzentrieren. Boah, was soll ich denn machen? Da kommt gleich wieder einer rein, oder? So, wir haben ihn doch gleich. Boah, okay. Boah, das war schon ziemlich knapp. Okay, jetzt wieder gegen ihn. Jetzt ist er wieder weg. Okay, ist dort unten. Aber er hat gar nicht mehr so viele Leben. Oh nein. So. Nein, er rennt wieder auf mich zu. Okay, ich würde sagen, wir fetzen mal mit der MG-Erbse drauf. Oh, shit. Wir haben ihn bald.
Erstmal eine Bohne rauswerfen. Okay, hat ein bisschen Schaden abbekommen. Komm schon ein bisschen noch. Okay, jetzt ist er hier. Komm schon. Ja, ein bisschen noch. Und wir haben ihn. Ja, sehr gut, wir haben den Bart bekommen. Müssen wir den noch einsammeln oder irgendwas? Okay, Auftrag erfüllt. Und wir haben den coolen Ziegenbart erhalten. Okay, wir haben alle drei Sachen. Und wir haben Level 7 erreicht. Aus dem Rasenmäher wird der Unglaubliche. Okay. Komm an den... Ja, ich glaube Z4-Tür steht vorbei oder so. Okay. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir den Rasenmäher. Also jetzt, keine Ahnung, das ist doch jetzt der Unglaubliche. Und ja, wir kommen jetzt an dem Türsteher vorbei. Was auch ziemlich gut ist. Warte, was genau müssen wir jetzt machen? Nutze den Unglaublichen, um zum Bosseingang zu kommen. Und wo genau ist der? Ach so, stimmt, wir müssen... Oder warte mal. Irgendwie ist es ein bisschen schade, dass man nicht reinzoomen kann, aber egal. Aber warte mal, wo ist denn jetzt der Dings, der Rasenmäher? Ah, hier, unglaublich, ja. Okay, einen Wegpunkt setzen. So, dann rennen wir mal dorthin. Oh nein. So ein 80er Actionheld. So, die haben wir. Der auch. Der, also den haben wir auch. So, wir müssen in die Richtung. Warte mal, müssen wir hier überhaupt rein? Achso, okay, hier kommen wir dann raus. Oder warte mal. Nee, warte, ich würde sagen, wir gehen hier drum herum. Oh nee, ein All-Star. Oh shit. Boah, der ist hinter uns. So ein paar Zombies töten. Was ist jetzt hier eigentlich? Okay, also ich bekomme jetzt irgendwie gar keine Mission. Vielleicht muss ich später irgendwie wieder herkommen oder so. Boah, da sind auch wieder ein paar. Alter. Sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Oh, das ist wieder ein Ingenieur. So, den haben wir. Und die zwei auch. Warte mal, wir müssen hier weiter. Okay, Leute, ich würde jetzt auch erstmal sagen, das ist jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.